Hallo, schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Normalerweise gibt es auf meinem Kanal ja hauptsächlich selbst erstellte Rezepte, die gesund sind und super einfach und super schnell gehen. Heute aber mal was anderes. Ich probiere nämlich ein Rezept von jemand anderem aus, nämlich von Tasty. Wahrscheinlich kennt ihr alle Tasty. Tasty ist der, ist eigentlich der Food-Kanal auf YouTube. Die machen richtig geilen Shit, kann man sagen, aber nicht unbedingt gesund, sondern so ein guter Mix zwischen, also aus allen Sachen. Und ich habe dieses Jahr noch keine Plätzchen gebacken gehabt, irgendwie war es mega stressig und dann, keine Ahnung, bin ich noch nicht dazu gekommen. Und dann hatten wir aber so eine Plätzchen-Serie und dann habe ich einfach die allerleckersten Plätzchen oder Cookies der Welt gesehen und dachte so, oh, eigentlich hast du auch richtig Bock drauf, nur ich weiß nicht, wie es euch geht. Vielleicht geht es euch ja mit meinen Rezepten auch so. Ich schaue die ganz oft und dann mache ich sie nie nach. Ich weiß gar nicht, woran das liegt. Dann dachte ich mir so, probier sie einfach mal aus. Und dann ist es ja auch spannend für deine Zuschauer. Dann können sie das sehen und gucken, okay, klappt das oder klappt das nicht. Und ich probiere praktisch die erste Instanz aus, mache die Fehler für euch und kann euch dann sagen, was für Fehler ich begangen habe oder was für Dinge nicht so klar waren und wie das Endergebnis war und ob sich dann die Arbeit lohnt. Man muss auch dazu sagen, dass ich wirklich keine große Bäckerin bin. Also ich backe noch nicht mal einmal im Monat und meistens dann auch nur Kuchen, die ich schon 100 Mal ausprobiert habe. Also wirklich, wenn ich dieses Rezept geschafft habe, kann das jeder. Also im ersten Schritt musste man Mandeln und Kokosraspeln im Backofen anrösten und im Originalrezept standen 15 Minuten. Bei mir waren nach 10 Minuten waren die Kokosraspeln schon noch auf der guten Seite, aber knapp dabei zu dunkel zu werden. Das heißt, ich habe sie rausgenommen. Dann musste man alles in einen Food Processor, also einfach in so eine Küchenmaschine geben. Und die dann klein zu hacken. Im Original-Video sah die Masse deutlich, wie soll ich sagen, ein bisschen fettiger, ein bisschen feuchter aus als bei mir. Danach hat man das Mehl hinzugegeben und ich war am Anfang ein bisschen skeptisch, weil wie gesagt, dadurch, dass die Mandel- und Kokosmasse bei mir nicht so feucht war, war auch die Mehlmixtur ein bisschen trockener als im Video. Aber ich habe einfach weitergemacht. Dann musste man die Butter mit dem Zucker vermischen. Im Video haben die noch etwas Vanilleextrakt hinzugegeben, habe ich nicht gemacht, hatte ich einfach nicht zu Hause, haben die meisten von euch wahrscheinlich auch nicht zu Hause. Und dann ein Ei dazugeben, eigentlich klassisch, wie man es bei allen Plätzchen macht, und dann das mit der Mehlmischung vermengen. Der Teig wurde auch sehr, sehr schön dabei, also der hat sich, er ist zu einem Ball geworden und den konnte man auch gut formen. Das Einzige, der Teig war unglaublich fettig, also ich habe ihn geknetet und dann meine ganzen Hände waren voll mit Butter. Das war etwas unangenehm, was heißt unangenehm, es war einfach krasser als sonst. Und im Originalrezept stand, dass man eigentlich die Plätzchen für 30 Minuten in den Kühlschrank geben sollte, das habe ich aber nicht gemacht, weil danach musste man die fertigen und ausgerollten Plätzchen noch in der Mandel- und Kokosmischung wenden. Ich habe mir gedacht, okay, wenn ich es jetzt kühl stelle, dann hat es nicht mehr diese Fettschicht und entweder muss ich es dann noch in Eiweiß tunken oder in Hafermilch und das wollte ich nicht, weil es im Originalrezept ja auch nicht so war. Naja, und dann habe ich sie eben nicht in den Kühlschrank gestellt, sondern ich habe die Bällchen geformt und habe dann ein Loch reingedrückt. Im Originalrezept nehmen sie praktisch das Hinterstück von einem Kochlöffel, aber ich fand, dass es zu klein war und habe deswegen meinen Finger genommen, damit das Loch ein bisschen größer ist. Dann habe ich sie in der Mandel-Kokos-Mischung gewendet und schon währenddessen habe ich mir gedacht, wenn die Kokosraspeln ja schon vorher in 10 Minuten so dunkel geworden sind, was passiert denn mit denen, wenn sie dann noch 30 Minuten im Backofen sind? Und das war der erste Fehler, oder der zweite, weiß ich gar nicht mehr. Das war auf jeden Fall ein Fehler, den ich begangen habe, weil im Rezept, also im Originalrezept, war es nicht super deutlich. Da stand, dass man von den angerösteten Kokosraspeln und Mandeln die Hälfte aufbewahren sollte, aber damit meinte man nicht beide, sondern nur die Hälfte der Mandeln und alle Kokosraspeln praktisch für den Teig benutzen sollte. Und ich habe halt Hälfte von beiden Sachen behalten. Und hat halt schon die angerösteten Kokosraspeln. Ja, letztendlich hat es auch geklappt. Ich werde euch dann gleich sagen, wie ich es gemacht habe. Danach, nachdem ich sie praktisch schon in den Mandeln und Kokosraspeln gewendet habe, habe ich das Ganze in den Kühlschrank getan und dort für 30 Minuten gelassen. In der Zwischenzeit bin ich noch schnell zum Supermarkt gerannt und habe diese Sahne-Toffees geholt, weil die haben die Karamellsoße nicht selbst gemacht, sondern einfach diese Karamellbonbons, die man kennt,
einfach erwärmt. Bei meinem war schon Sahne und auch Magermilchpulver drin. Deswegen habe ich es nicht noch mit Sahne gemacht, wie die im Video, sondern einfach nur mit ein bisschen Hafermilch habe ich reingegeben. Und dann die Karamellbons. Ich glaube, ich habe 12 Stück genommen. Ich hatte auch 12 Cookies am Ende, also eigentlich ein Karamellbonbon pro Keks. Und es hat super gut geklappt. Ich habe sie dann einfach kurz, also ich habe die Hafermilch kurz aufkochen lassen. Die Schokobons. Die Karamellbons waren auch schon drin. Und dann hatte man danach eine richtig schöne, sahnige und auch leicht feste Karamellmasse, mit der man auch sehr gut arbeiten konnte. Nachdem die Cookies fertig waren, habe ich dann das Karamell immer in die Löcher gemacht. Ein Tipp, mach die Löcher wirklich richtig tief, weil ich habe ganz oft nur so Mulden gemacht und es ist ein bisschen uncool, also richtig tief am besten. Und genau, das Karamell hineingegeben, das Ganze habe ich dann so etwas abkühlen lassen. Bin ich in die Küche gelaufen, habe dann Schokolade schnell geschmolzen und dann einfach in so Linien drüber gegeben. Und ja, das Endergebnis war super lecker. Das ist das Endergebnis. Ein ganzer Teller mit herrlichen Cookies. Die sehen auch so hübsch aus, finde ich. Gerade wenn ihr noch ein Last-Minute-Geschenk sucht oder irgendwie so eine Kleinigkeit, die euer Geschenk ein bisschen aufwertet, sind das richtig gute Cookies. Die sehen halt einfach so hübsch aus, sind so kleine Kunstwerke. Geschmacklich sind sie richtig lecker. Also ich habe gestern natürlich direkt 2 gegessen, glaube ich. Man kann nicht so viele von denen essen, weil die Toffees schon sehr süß sind. Also ihr kennt ja diese Karamellbonbons und die tun schon fast an den Zähnen weh, weil die so süß sind. Mir zumindest. Und genau, der Teig ist aber super lecker. Ich war ja ein bisschen besorgt, weil es bei mir nicht so, ja, so feucht aussah, dass es dann zu trocken wird. Es ist gar nicht. Und man schmeckt auch sehr schön das Mandel- und Kokosaroma raus. Und vor allem diese Kombination mit dem Karamell und mit der Schokolade ist einfach mal was Besonderes und was anderes. Und ja, eigentlich würde ich sagen, dass es auf jeden Fall ein kleiner Erfolg war. Also die Tasty-Rezepte werde ich jetzt wahrscheinlich öfter mal ausprobieren, weil man verliert so die Angst. Wisst ihr, wenn man es einmal ausprobiert und dann wird es gut, dann macht man es halt immer wieder. Wenn man einen Schnitt machen muss, weil ich mich nicht zurückhalten kann, während ich gerade ein Video filme und ein Plätzchen essen muss. Ja, aber es ist halt auch ein gutes Zeichen. Falls euch solche Food Reviews gefallen haben, könnt ihr mir gerne auch weitere Rezepte schicken, die ihr cool und spannend findet, die ich dann nachmachen soll. Und für euch gucke, ob sie gelingen oder nicht und was für Tipps und Tricks ihr anders machen könnt. Ich schreibe dieses Rezept von diesem Video praktisch nochmal hier unten in die Infobox. Und welche kleinen Abänderungen ich machen würde oder gemacht habe, damit die Cookies dann so geworden sind. Und ja, ich würde mich sehr freuen, falls ihr diesen Kanal abonniert. Wenn ihr das Video auch mit Leuten teilen würdet, die absolute Tasty-Fans sind, dann können sie sehen, okay, es klappt wirklich. Oder auch einfach mit Freunden oder mit euren Familienmitgliedern, mit denen ihr eigentlich unbedingt noch Plätzchen backen wollt. Ich glaube, diese Plätzchen sind ein ausschlaggebendes Argument. Und ja, schaltet beim nächsten Mal wieder ein. Bis dann!